Rückkampf-Rollentausch. Nee, wir haben ja Pet-Tausch gemacht. Müsste denn eigentlich... Dann müsste das ja Rollentausch sein. Dann müssen die Namen wahrscheinlich werden. Wir gucken einfach mal. Ja. Ich... Ja, das stimmt sogar. Guck, oben die Namen sind gedreht. Wunderbar. Dann kannst du dir links jetzt die Waffen aussuchen. Achso, die Kombination. Okay. Aber frag mich nicht, wie man auf die andere Waffe wechselt. Ich habe gerade alles ausprobiert mit Steuerkreuz und... Wenn du bereit bist, kannst du da einfach unten auf Auferstehen machen, dann... Ich weiß nicht mal, wie ich schieße, aber... da oben, bevor wir anfangen, bevor ich hier irgendwas setze, du kannst quasi auf der Taste, kannst du direkt so die, Richtung wechseln. Die Richtung ändern. Auf der hinteren Schultertaste, die haben ja so komische Bezeichnungen, ZR und so ein Gedöns, die, wahrscheinlich Z-Trigger rechts, leuchtet mir ein, kannst du schießen, damit, mit dem zielst du, laufen kannst du, wenn du den Analogstick kurz drückst, dann rennt der, und ja, nachladen tust du auf Y, okay. Sachen aufheben auf X, und springen kannst du, glaube ich, auf A. Okay, du kannst gar nicht springen, das natürlich auch. So wechselt man die Waffe. Ja, da wechselt man die Waffe, gut. Auf B. auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, fang mal an. Jo. Bist du bereit oder willst du mal kurz testen, bevor wir loslegen? Wie wir nachladen? Ah, okay. Ja, ich werde sowieso so abkacken. gut, dann würde ich sagen, fang mal an. Jetzt haben wir das Pad schon wieder nicht abgefüllt. Ach, was soll's. Oh, das ist echt. Das ist ja Doppelhandy. Ich hab nicht nur, dass man hier sowieso schon. Na, kommen die Zombies. Ja, aber nach. Achso. Sucht und nimmt Flaggen ein. Fußvolk ist für einen Sieg unverzichtbar, aber es muss geschützt werden. Okay, dann machen wir das doch mal mit dem Jäger. Ein Fox für den Überlebenden! Wie war das? Du hast die Flagge schon eingenommen? Ja. Achso, Leute, geht mal nach. Aber da oben. Noch zack. Also die Sachen wähle ich mit. Ah. Ja. Der Waffenwechselfreundliche sei übrigens nicht finden. Ein Punkt für die blutrünstigen Pestbeulen! Nein, du darfst meine Zombies nicht abballern. Doch, dafür sind sie doch da. Gehst du mal nach? Okay, jetzt kriegst du Besuch. Ah! Nicht nachladen, diesmal wollte ich die Waffe wechseln mit. Jetzt hast du es gleich hinter dir, hoffe ich mal. Spielst du Shooter überhaupt mal mit Controller irgendwie? Gelegentlich. Okay. Auf Xbox wahrscheinlich dann, ne? Ja, also ich habe mich an Halo versucht und wurde ausgelacht, als ich das auf Easy gespielt habe. Gut gespielt. Ich muss sagen, ich spiele eh fast alles auf Easy. Ich habe auch schon eine Flagge, ne? Sehe ich gerade. Eine neue Flagge! Los weiter! Dann setzen wir doch da mal wieder jemanden hin. Irgendwas an. Wieso greift denn da keiner an? Ach, ich bin doch total mit Bananen, ne? Überlebende Punkte! Es geht. ich, Lass mich durch hier. Mich durch. Ich brauche Munition. Wow. Achso, nicht damit rennt man hier. Ich bin jetzt mit irgendeinem Trigger. Ich muss hier neue Einheiten auswählen, ich bin ja auch der Held. Nein! Das ist voll uncool. Ja! Na, sind fast viele. Lass doch mal nach, du Vogel. Bitte, die Überlebenden haben einen kleinen Bonus verdient. Wir haben einen kleinen Bonus verdient. Ah. Das war's. Bist du zum ersten Mal gestorben, oder was? Ja, hab ich auch irgendwo. Ich hab meine Energieleiste überhaupt nicht im Auge gehabt. Das ist eine Granate. Okay.
Leuchte, was soll ich denn mit der Leuchtrakete? Soll ich die mit Licht erschrecken oder was? Da kannst du mit ablenken. Dann laufen die alle auf den einen Punkt. Glaube ich. Ach, wir machen das, glaube ich, das gleiche mit ihm. Die kommen die gleichen Flanken wieder hier. Nein? Ja. Die Kamera ist da hinten hingetan. Ja. Was? Achso. Nee, ich hab geguckt, ob ich die Kamera griffbereit habe, aber egal. Aber hier ist die Steuerung relativ human. Ja, aber ich als Shooter. Mit der Fernsteuerung von der Wii war das eine Katastrophe. Das habe ich mal probiert. Das ging überhaupt nicht. Ich habe damals mal Call of Duty 3 gespielt auf der Wii. Das war echt nicht schön. Also generell kann ich als Shooter mit Gamepad sowieso eigentlich ganz gut mittlerweile. Nachdem ich Uncharted auf extrem schwer damit durchgeschafft habe, geht das eigentlich nicht. Zombies müssen sich jetzt aber anhalten! Wo bist du denn? Na, wo sind wir denn? Ich bin nicht da. Ach, da unten? Aha! Ich versuche gerade verzweifelt. Mein Handy boom. Da hat wieder jemand sein Rasierapparat am Ladegerät lassen. Wieso laufen die nicht hoch? Ist da eine Absperrung oder was? Ich verstehe es. Ah doch, da kommen sie doch. Und eine neue Flagge! Los weiter! Sterbi! Oh, cool. Irgendwie kriegst du nicht auf die Reihe. Warum? Ah, okay. Man kann auch Einheiten entfernen. Geh weg. Ach, das ging auch? Ja, sehe ich gerade auch. Flagge ist im Spiel. Ja, nicht Flaggen empfehlen. Stufenanstieg für den König der Zombies. Juhu. Gratulation. Sprinter, das hört sich gut an. Nee, finde ich nicht. Applaus für unsere Spieler, bitte. Oh, One-Shot, Headshot, oder wie heißt das? Gegen Zombies wird durch die gütige Hand von King Boris ermöglicht. King Boris. Nee, 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 nee. Ich bin doch nicht so der Noob. Aber ich anscheinend. Na gut. Damit muss ich ja mal einen Gruß an Vanessa rausschicken. Ich kann Ego-Shooter doch mit dem Pad. Ja, das ist ja blöd. Das habe ich verloren. Ich habe eben noch gesagt, das wäre unfair, wenn man mit dem spielt. Ne? Also das wäre besser. Anscheinend funktioniert es ja. Dass du doch damit gewinnen kannst. Als Überlebender. Ja. Das erste Mal, dass wir das geschafft haben, glaube ich. Damals mit meinen Arbeitskollegen war das nämlich auch so. Da hat immer der mit dem Pad irgendwie gewonnen. Du bist quasi der Erste, der es geschafft hat, mit dem Ding als Ego-Shooter einen Sieg zu erringen. Aber ich finde, dass das in dem Spiel mir von der Steuerung her auch besser geht als in so eigentlichen Ego-Shootern. Oder ich bilde es mir ein. Oder die, man hat da eine Zielhilfe, weiß ich nicht, hat man eigentlich auch nicht so wirklich. Ich glaube nicht, Zielhilfe hat man, glaube ich, nicht. Oder? Oh, das ist witzig. Aber es ist cool, ne? Wäre natürlich auch witzig, wenn die das noch. Kann man das jetzt noch mit mehreren oder kann man. Nee, zu kann zwei man nur zu zweit, ja. Mhm. Aber wäre cool, wenn man jetzt noch mit einem zweiten Pro-Controller mit zwei Ego-Shootern rumrennen könnte und du hast dann hier auf dem Gamepad. Aber hast du gut zu tun. Da hast du dann wieder als Überlebender kaum eine Chance, glaube ich. Als Zombie-König. Gut, wenn man vielleicht dafür mehr Zombies nehmen kann oder noch andere oder sowas. Na gut, aber egal. Gut, ja, ich denke, das reicht, oder? Wir können ja noch eine Runde machen, aber ohne Aufnahme, wenn du Bock hast. Ja. Dann würde ich sagen, war's das? Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier rein durfte überhaupt. Ja, sehr gern. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sind raus. Tschüss. Wiedersehen.